Ja, Glückwunsch an all diejenigen, die vor dem 14. Februar Palantir-Aktien gekauft bzw. besessen haben. In den letzten 2 Tagen ist die Palantir-Aktie um 30% gestiegen. Die Geschäftszahlen für 2022 sahen sehr positiv aus. Auch gerade im letzten Quartal wurde endlich Gewinn verbucht. Tatsächlich haben sie schwarze Zahlen geschrieben. Wer jetzt nun wirklich Palantir ist und wie die Zukunft eben für die Aktie und auch für das Unternehmen aussieht, schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Ja, viele verstehen immer noch nicht, was Palantir so wirklich macht. Irgendwas mit Daten, irgendwas mit künstlicher Intelligenz. Da wäre es eben für mich eigentlich sehr sinnvoll, wenn es eben eine Webseite geben würde von Palantir. Wie verständlich ist einfach auch für den Laien oder für den Investor, der sich jetzt in der Materie nicht so gut auskennt. Aber leider ist es eben so, dass die Webseite jetzt aus meiner Sicht nicht so toll ist, nicht aufschlussreich ist, um zu verstehen tatsächlich, was Palantir macht. Und das will ich ein bisschen aufbohren, um euch auch ein bisschen Wissen zu geben, einfach was Palantir so tut. Wir sehen ganz viele Begrifflichkeiten, wie beispielsweise Softwarelösungen, Integration, Analyse, Operationalisierung ihrer Daten. Also Daten ist ein wichtiger Punkt. Das finden wir ja auch hier in der nächsten Anwendung, die Sie da vermarkten. Erkenntnisse aus der Zusammenführung disparater Daten, also Daten, die irgendwie in verschiedenen Datensilos irgendwo versteckt sind. Und das genau gepaart eben mit künstlicher Intelligenz, mit Predictive Analytics. Dazu kommen wir noch zu dem Punkt. Das bringt eben wirklich eine gute Waffe einfach, um eben ganz vielen Daten Herr zu werden und daraus Erkenntnisse zu gewinnen und Mehrwert einfach und Nutzen daraus zu generieren. Ja, was man noch auf der Website erkennen kann, dass Palantir in ganz vielen Bereichen aktiv ist und mit sehr vielen Aufträgen eigentlich um die Ecke kommen kann, für verschiedenste tatsächlich Abnehmer. Es kann eigentlich jedes Unternehmen auf Palantir zugehen, das Daten produziert und daraus schlau werden möchte. Und für jedes Unternehmen hat Palantir höchstwahrscheinlich auch die richtige Lösung. Und ich will zum Verständnis einfach nur eine Brücke schlagen zu einer Person einfach, sagen wir mal einem Data Scientisten. Also der Punkt Data Science ist jetzt nichts Neues, wurde auch mal ausgerufen als der sexiest Job. Im Jahr 2012 war das, glaube ich, eben von der Harvard Review. Und das ist tatsächlich immer noch aktuell. Und das ist so ein bisschen das, was eigentlich Palantir auch macht. Das steht hier auch im ersten Satz so drin. Data Scientist, was macht denn der eigentlich? Das nimmt eben die Daten von einem Unternehmen. Das kann auch eine Institution sein, auch eine Regierung beispielsweise, die Daten sammelt. Kann halt irgendeine x-beliebige Größe sein, die Daten sammelt. Die Daten eben generiert und daraus eben einen Mehrwert generiert, quasi Nutzen daraus generiert. Und da gibt es eben verschiedene Methoden der Statistik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften, künstliche Intelligenz ist natürlich auch ein Bereich eben von der Informatik. Und so sieht ein gewöhnlicher Prozess aus, den man eben auf viele verschiedene Prozesse eigentlich abbilden kann. Es gibt einen Anwendungsfall, nehmen wir einfach mal an. Palantir unterstützt ja bekanntlich Ukraine eben im Krieg gegen Russland und dort möchte eben Ukraine die russischen Panzer besser aufspüren. Das sei der Anwendungsfall beispielsweise. Was macht man? Man identifiziert Daten, man akquiriert sie, man sammelt sie irgendwo. Ja, welche Panzer wurden wo entdeckt? Gibt es vielleicht irgendwie eine Systematik, die versteckt ist? Also wir versuchen ein bisschen schlau zu werden und dann eben vorausschauend, predictive Analytics darauf zu reagieren. Das gibt eben beschreibende und explorative Datenanalyse, descriptive ist eben beschreibend. Da gibt es verschiedene Modellierungen, das geht eben in Richtung Statistik hier. Dann gibt es eben Evaluierung, schauen, passt das eigentlich, was wir uns eigentlich modelliert haben? Und dann wird das eben in die Tat umgesetzt und dann wird es eben gemonitort, also geschaut, ob das wirklich so passt. Stimmt das alles oder muss man dann nochmal nachjustieren? Und so läuft das eigentlich standardmäßig immer ab, so ein Data Science Prozess. Und das ist auch das, was Palantir so letztendlich dann auch macht. Ja, und Datensammlung, also Daten sind ja das neue Gold, wird ja schon seit Jahren oder vielleicht seit einem Jahrzehnt oder sowas, wird das ja immer so laut rausposaunt. Und sowas Ähnliches macht ja Microsoft mit ChatGPT auch oder ChatGPT selbst. Ist ja eine künstliche Intelligenz, die aber eben mit
gefütterten Daten quasi eben noch intelligenter und immer intelligenter wird. Letztendlich, rechnet sich quasi schlau. Und Microsoft oder Google oder auch Amazon und die anderen großen Tech-Unternehmen nutzen eben diese ganzen Sammlungsgeschichten, diese ganze Data Science und künstliche Intelligenz für eben Werbebusiness. Also sie versuchen eben mit Marketing, Digital Marketing, den Kunden oder den Webseitenbesucher eben besser zu verstehen, ihm die besseren Produkte irgendwie an den Bildschirm zu werfen, sodass er drauf klickt und kauft. Und das sind eben wieder Werbeeinnahmen und so weiter und so fort. Und damit kann man natürlich Milliarden machen oder die Unternehmen machen auch Milliarden. Also Microsoft ist jetzt nicht bekannt für jemanden, der jetzt irgendwie im Ukraine-Krieg eben seine Software oder ChatGPT irgendwie anwendet, irgendwie künstliche Intelligenz, irgendetwas anwendet, um Ukraine zu helfen. Google ebenso wenig, aber das ist eben der Unterschied zwischen den einen Tech-Unternehmen und eben Palantir. Palantir unterstützt eben gerade so Sachen wie Terrorismus, unterstützt eben die Polizei, Regierungen. Und Palantir unterstützt auch tatsächlich das Land Hessen, also nicht das Land Hessen, sondern die Polizei eben von Hessen. Und da gibt es eben die Hessen Data, die eben von Palantir entwickelt wurde. Und wenn wir hier mal draufklicken, öffnet sich eine PDF, die ist eben 4 Jahre alt. Hessischer Landtag, Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses, bla bla bla. Und wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, sehen wir eben Hessen Data und das ist eben. Also ich will jetzt nicht dieses Hessen Data einfach jetzt grundsätzlich erklären, aber eben die Funktionsweise tatsächlich, dass es eben so ist wie eben dieses Data Science Prozess. Und zwar verspricht sich eben das Land Hessen bezogen auf die Analyse-Software Gotham folgendes: Mit der Hilfe von der Analyse-Software Hessen Data können Daten aus verschiedenen Quellen, eben dieses Akquirieren, dieses Identifizieren der Daten in kürzester Zeit gemeinsam analysiert werden. Neue Daten werden dabei nicht erhoben. Und hier ist eine Mitarbeiterin der Firma Palantir, der CEO Alexander Karp, der hat auch in Deutschland, in Frankfurt promoviert und studiert und erkennt auch diese Datenschutzsensibilität. Und man sieht das hier dann auch sofort, dass die Mitarbeiterin dann auch sagt, wir haben eine Software entwickelt, das heißt, wir haben keine Daten, wir bringen keine Daten, die Daten sind und bleiben beim Anwender, also sehr datenschutzkonform, auch unter Kontrolle des Anwenders. Wir haben eine Software entwickelt, die strukturierte und unstrukturierte Daten integriert und somit Kunden unterstützt, ihre eigenen Daten, ihre bereits vorhandenen eigenen Daten besser verstehen, besser anwenden zu können. Das ist tatsächlich eben das, was Palantir eben seinen Kunden immer anbietet. Also der Umgang einfach mit den Daten besser zu handeln, weil man das eben selber mit Excel oder sonst irgendwie mit irgendwelchen Listen nicht so machen kann. Und hier ist eben Zeuge Bodo Koch, der da eben sagt, ja, wir sind wahnsinnig schnell, das ist der erste Vorteil mit Analysen. Man hat sofort eben Antworten parat aus den Daten, die man eben hat. Das hat bei diesem Anschlag in Eschwege massiv geholfen. Wir sind in der tagtäglichen Überzeugung, ohne die Optimierung der Analysefähigkeit hätten wir die Taten so nicht verhindern können. Wir haben einen besseren Überblick. Es gibt unterschiedliche Datentöpfe, Datensilos, also es wird alles zusammen akquiriert, ein Datentopf quasi oder eine Ansicht auf diese Datensilos geworfen, sodass man eben mit einem Blick, selbst wenn sich ganz hinten irgendwo im Datensilo etwas verändert, verändert es vielleicht irgendwie was anderes und dann verändert es eben die Gesamtsicht und man hat sofort eben den Gesamtüberblick über seine Daten. Das ist eben ein großer Vorteil einfach. Ja, und wenn man das verstanden hat tatsächlich, dann versteht man auch die Aussage des CEO, Software kann als Waffe eingesetzt werden. Tatsächlich, wenn man eben seine Daten, auch Daten eines Konkurrenten oder Kriegskonkurrenten dann eben hat, wie von Russland beispielsweise, die Daten eben schön analysiert, akquiriert und daraus eben einen Mehrwert generiert, im Sinne von eben Sachen vorhersehen vielleicht auch. Oder eben Daten analysiert, um abzuschätzen, ja, wie viel Munition hat der noch, wie viele Panzer hat der noch, dass man eben nicht mit der Strichliste rumgehen muss und schauen muss, ja, hier wurde ein Anschlag gemacht, hier und da. Und dann hat man das vielleicht eben Gefühl, ja, hier wird wahrscheinlich nochmal eine Offensive gestartet. Und nee, man kann das wirklich als Waffe einsetzen und eben vorhersagen, ja, was denn als nächstes geschehen wird. Ja, und weil ich den Punkt jetzt mehrfach genannt habe, der Ukraine-Krieg, künstliche Intelligenz im Ukraine-Krieg, da ist eben Palantir entsprechend mit drin. Das bringt natürlich auch wieder Pluspunkte für das Unternehmen und für die Aktie, natürlich auch Bekanntheit und
Es klappt wohl auch sehr gut, so wie es aussieht, mit dem Ziel, dass sie da eben im Ukraine-Krieg haben, sodass eben vermehrt eben auf Palantir-Software gesetzt wird. Palantir hat auch Deutschland empfohlen oder eben schmackhaft machen wollen, dass sie eben mit ihrer Software auch die ganzen Daten eben für die Corona-Pandemie dann sammeln können und dort dann eben dann auch ja, agieren kann in dem Sinne. Diesen Punkt gab es auch, aber im Ukraine-Krieg jetzt für diesen Teil, für den Großteil des Targetings in der Ukraine ist die Software verantwortlich. Targeting ist eben genau das, was im nächsten Satz so drin steht, damit ist das Aufspüren und Anvisieren von Zielen wie beispielsweise russische Panzer gemeint. Das ist mein Beispiel eben von Anfang. Aufspüren, anvisieren, schauen, wie lang, welche Richtung ist dieser russische Panzer gefahren, hier rechts, links, welche Systematik verbirgt sich dahinter. Künstliche Intelligenz, Predictive, vorausschauend, wo wird der russische Panzer um welche Uhrzeit denn wo landen, wo kann ich ihn quasi abschießen, ein bisschen auch dieses Targeting, also dieses Ziel, Zielverfolgung, Zielerreichung, dass man das eben mit der künstlichen Intelligenz macht und das scheint gut zu funktionieren. Man sieht ja in den Nachrichten, dass viele Panzer abgeschossen werden, ja, und dass eben Russland daran ein bisschen verzweifelt, natürlich, ob die Medien das tatsächlich so transparent und sachlich berichten, steht irgendwo anders, aber es bringt natürlich mediale Aufmerksamkeit für Palantir, für die Software und was es so machen kann. Und für nicht nur Hessen, wahrscheinlich auch für andere Bundesländer kann es vielleicht interessant sein für Terrorismusbekämpfung. Vorausschauend sehen, einfach wo man zeitnah eingreifen muss, bevor irgendetwas eskaliert. Ja, und vor 2 Tagen gab es das jährliche Schreiben vom CEO Alexander Karp. Tatsächlich am 13. Februar und das erste Mal in unserer Geschichte wurde Gewinn erzielt hier im 4. Quartal 2022, 31 Millionen. Ansonsten, ja, es wurden viele Milliarden Dollar eben schon investiert in Palantir. Einer der Gründer war neben Alexander Karp auch Peter Thiel, eben, der auch PayPal gegründet hat. Der ist aber eben, er hat keine Aktien mehr drin, quasi, also er ist nicht CEO oder sonst irgendetwas, keine Funktion in dem Sinne. Aber da wurde eben auch durch ihn ziemlich viel Geld irgendwie investiert, sodass sie eben diese Verluste einfahren konnten bisher. Ja, und wenn man etwas so runterscrollt, sehen wir ja auch, wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn. Also für das gesamte Jahr, das erste profitable Jahr in der Geschichte unseres Unternehmens, eine große Bedeutung. Hat das natürlich, wenn das wirklich richtig gut läuft, die Aktie läuft auf jeden Fall sehr gut. Und auch die Zahlen sehen eigentlich ganz gut aus. Der Umsatz, der hat sich eben vermehrfacht eigentlich, ja fast schon verzehnfacht innerhalb von 4 Jahren, würde man sagen, hätte man eben 380 Millionen dann eben an Einnahmen generiert, zumindest mal aus dem kommerziellen US-amerikanischen Geschäft zumindest. Also die Zahlen sehen eigentlich relativ gut aus. Die Aktie hat sich nicht so entwickelt wie eben entsprechend der Umsatz. Was noch zu erwähnen ist, vielleicht aus dem Bericht oder aus dem Schreiben eben vom CEO, ist der letzte Teil, der vierte Teil einfach davon. Die Führungskräfte privater Unternehmen werden weder demokratisch gewählt noch sind sie in der Öffentlichkeit gegenüber direkt rechenschaftspflichtig, anders eben wie Politiker. Wir sind uns bewusst, dass dies die bedeutende Frage auswirft, wie private Akteure, die staatliche Aufgaben übernehmen, angemessen zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie tatsächlich etwas falsch machen eben oder etwas Illegales machen. Und hier nochmal ein Vorwurf, es kommt immer wieder mal vor, dass der CEO Alexander Karp tatsächlich gegen andere Tech-Unternehmen schießt. Eine ganze Generation von Silicon Valley-Unternehmen mag aus welchen Gründen auch immer von der Regierungsarbeit enttäuscht gewesen sein. Sie haben dem Land, das ihnen den Aufstieg ermöglicht hat, den Rücken gekehrt, um sich dem Consumer-Internet und anderen weniger folgenschweren Tätigkeiten zu widmen. Also genau diese Marketing-Geschichte, mehr Geld verdienen, ja, mehr oder weniger im Sinne von eben nichts Gutes tun für die Menschheit, sondern einfach nur eben nur aufs Geld schauen, mehr oder weniger. Und das kreidet er denen eben moralisch auch an. Ich habe auch ein bisschen versucht, irgendwie mehr herauszufinden über den Alexander Karp. Tatsächlich, da war mir eigentlich bis vor einigen Jahren kein Begriff, um ehrlich zu sein. Peter Thiel, den Namen kannte ich schon eigentlich schon länger. Es gibt immer wieder gleiche Aussagen zu ihm, dass er 67 geboren ist. Also ich wollte ein bisschen herausfinden, also ob er schon irgendwie was Erfolgreiches gemacht hat oder was er gemacht hat tatsächlich. Aber man findet nicht so viel über ihn heraus, außer dass er eben in New York geboren ist, 67 Jahrgang, dass er eben ja, College abgeschlossen hat und dann eben in Law School, also
Jura irgendwo studiert hat und dass er eben Frankfurt am Main mit Magna Cum Laude promoviert hat an der Goethe-Universität 2002, dass er eben Tai Chi praktiziert und Skilangläufer ist und dass er in Palo Alto, also wohnt und mehr ehrlich gesagt nicht. Ja, ich würde gerne ein bisschen mehr über ihn wissen, habe auch viele YouTube-Videos angeschaut über ihn, wie er so rüberkommt und was es für ein Typ Mensch ist tatsächlich. Und dabei bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen, jetzt vor ein paar Stunden geteilt am 15. Februar, über die AI, über die künstliche Intelligenz eben im Militär. Sehr interessantes Video tatsächlich, um zu verstehen, was für ein Typ Mensch das ist und was eben Palantir so ein bisschen auch vorhat, wie eben der Alexander Karp das eben so sieht. Macht auf jeden Fall Sinn, das Video mal anzuschauen. Ich werde es unten auf jeden Fall verlinken. Ich finde es sehr interessant. Ja, jetzt, wo wir uns gefreut haben, dass die Aktie jetzt hochgefahren ist, also für diejenigen, die eben vor dem 14. Februar eben die Aktien besessen haben. Noch ein paar Eckdaten, einfach nur ein bisschen auch die Prognose. Wie sieht es denn eigentlich so aus? Die 31 Millionen Net Income, dass man da einen Gewinn gemacht hat, hatte ich ja schon genannt. Wenn wir aufs gesamte Jahr schauen, haben sie eben 1,9 Milliarden Umsatz generiert vollständig. Und wichtig ist natürlich der Blick in die Zukunft. Und das sind hier die wenigen Zeilen hier entsprechend. Der Revenue für das erste Quartal soll 503 bis 507 Millionen betragen. Und im vierten Quartal hatte man eben so diesen Betrag schon überstiegen, 508. Und im ersten Quartal soll das eben ein bisschen geringer ausfallen, aber wir sind trotzdem in dem Bereich, in dem man auch diese 31 Millionen eben Gewinn gefahren hat. Und für das gesamte Jahr hatten wir eben 1,9 Milliarden und hier sind es eben 2,18 bis 2,23. Also es wird sich ein bisschen erhöhen, vorsichtig erhöhen. Also wird natürlich auch nicht 3 Milliarden werden auch wirklich sensationell. Von dem her aber eine kleine Steigerung ist auf jeden Fall da. Das ist auf jeden Fall positiv. Und der Adjusted Income from Operations, operative Umsatz quasi, der ist hier zu sehen. 420 genau Millionen waren hier genannt und der soll doch einiges steigen auf 481 bis 531 Millionen. Und das sind natürlich auch die Gründe, weshalb die Aktie so hochgesprungen ist. Natürlich auch die Medien eben mit dem Einsatz in der Ukraine, die Unterstützung dort. Es wurden noch viele andere Aufträge generiert. Das kommt immer mehr in den Fokus, auch mit ChatGPT und der anderen künstlichen Intelligenzen. Auch von Google, dieses Bard und allem drum und dran. Künstliche Intelligenz ist nichts Neues, aber es ist einfach in den Medien sehr präsent. Und die Unternehmen, die eben darauf setzen und schon Jahre und Jahrzehnte eben daran schon arbeiten und die ersten erfolgreichen Aufträge vorzuzeigen haben und auch schwarze Zahlen schreiben und auch schöne Prognosen auch setzen für die nächsten Jahre oder für dieses Jahr zumindest. Die profitieren natürlich. Aktuell haben wir eben Aktienpreis eben von knappen 10 Euro und ob die Aktie mit dem Potenzial unterbewertet ist, ich glaube, die Frage kann sich jeder ein bisschen beantworten. Ich für meinen Teil besitze Palantir-Aktien, habe sie auch vor dem 14. Februar besessen. Bin froh, dass ich da ein bisschen eingestiegen bin, weil ich das wirklich sehr fortschrittlich halte, um ehrlich zu sein. Und wenn es eben diese Schlagkraft tatsächlich entwickeln kann, wie jetzt dieser Data Scientist jetzt bei jedem anderen Unternehmen dann auch. Ja, die Menschen sind nicht mit Gold aufzuwiegen, die die ganze Statistik verstehen und daraus eben schöne Analysen generieren können. Wenn das eben Palantir machen kann für Regierungen, für die Polizei und für die Terrorismusbekämpfung, für die ganze Welt mehr oder weniger, dann sind 10 Euro pro Aktie dieses Unternehmens weit unterbewertet. Und der CEO würde mir sicherlich recht geben. Und das hat er auch selbst auch schon gesagt, dass es zu unterbewertet ist. Aber ja, dennoch habt ihr natürlich die Qual der Wahl, ob ihr da investieren wollt, noch weiter investieren wollt oder ob ihr verkaufen möchtet. Ich sehe es definitiv positiv. Ich werde definitiv meine Aktien behalten, wenn nicht sogar aufstocken, je nachdem, wie sich die Zahlen dann noch so entwickeln.
Ja, jetzt habe ich wieder mehr geredet, als ich eigentlich vorhatte. Das soll es gewesen sein zu Palantir. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Input liefern, vielleicht etwas neue Infos liefern, vielleicht für euch zu Palantir. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Ciao.